Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 7.3. Nicht 1, nicht 2, sondern 3. Das ging jetzt relativ schnell hintereinander. Ich habe auch eine ganze Weile jetzt nicht aufgenommen. Wir holen mal kurz die Drohne vom Himmel. Der schickt ganz sicher auch noch schnell eine nach. Jawohl. Aber jetzt. 7 Punkt... Da hinten ist gerade ein Stein verschwunden. Aha. 7.31 waren ein paar kleine Bugfixes. 7.32 war Kartenmarkierung für Poi-Basen im All hinzugefügt. Also Point of Interesting. Interessante Punkte im Weltall. Reduzierte Anforderungen für einen Erdscanner. Du brauchst kein Kobalt mehr. Warum kein Kobalt? Na, weil denn hier nicht Christ auf Akua, sondern erst auf dem Mond. Und wer nicht weiß, dass es das gibt, steht erstmal blöd da. Reduzierte Anforderungen für die meisten Munitionsarten. Kein Prometheus mehr. Es wird alles ein bisschen einfacher. Finde ich nicht schlecht. Ist sogar auch richtig so. Auch gerade bei den Gemüsebeeten. Allgemein bei den Pflanzenbeeten. Wenn du nicht weißt, wo du Kobalt herkriegst. Oder diese Kobaltlegierung. Zum Beispiel hier von den Drohnen oder direkt vom Mond. Dann bist du erstmal aufgeschmissen, kannst selber nichts herstellen, musst nur Pflanzen looten. Und wenn du dich in dem Spiel nicht ganz so gut auskennst, hast du auch keinen Bock dann, das irgendwie herauszufinden. Das ist schon richtig so. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so, ich sag mal, wie von Holz langsam zu Eisen, dann zu höherwertigen Metallen zu kommen. Aber das müssen sie selber entscheiden. Das Spiel entwickelt sich Stück für Stück ja immer weiter, da kann man ja gar nicht meckern. So, und jetzt wollte ich mal hier reingucken. Hier steht wirklich Drohnenbasis. Alter. Wie weit schießen denn die? Über 400 Meter? Und da ist auch schon der nächste Truppentransporter. Aber der ist nicht so schlimm. Nur ich komme doch mit meinem... Ja, komm ruhig her, das ist ja nicht so schlimm. 354 Meter. Mist. Er kommt auch schön gerade, ne? Das ist nicht wahr. Das wär's jetzt noch gewesen. Jawoll, hast da Luft gefischt. Wie weit komme ich mit dem Schaf hier? Kommt doch keine 600, oder? Hier mal runter. Komme ich mit dem Schaufi bis hier vor? Was hat denn so ein Schaufi? Mip. Nee. Ja, jetzt kannst du mal runter. Was hat denn das Schaufi? 400 Meter. Y. F. V. F. Das ist doch aber nur... Nochmal J. Dort sind nur die normalen. Jawohl. Licht können schon mal nicht schaden. Machst du mal die 1. Drohnenbasis. Man könnte bis davor fliegen. Unten durch. Jawohl. Das Hauptproblem ist natürlich, dass immer wieder auch Drohnen kommen. Map. F. Y. V. Hast du zugemacht? Ich hoffe. Die Drohnenbasis ist ja jetzt relativ nah. Y, V, F. F. Scharf, hier haben wir eine Hand. Unser aktueller Reichweite 308, weil wir Atmosphäre haben. Aber wir kommen ja so nah ran. Das ginge ja, darf nur kein Beschuss von vorher kommen. Genau. Wie Kanonendrohne. Problem ist ja, dass du nicht richtig siehst. Das war die Drohnenbasis, die mich vorher sieht. Dann kann ich auch wieder zurück.
Dann können wir noch die andere Variante ausprobieren mit YV. Die ist natürlich schwierig. Jo. Ach, das war die Kanonendrohne, die auf mich geschossen hat. Das ist natürlich auch interessant. Die Drohnenbasis noch weiter weg ist. Aha. Was ist das da? 310 Fuß. Ach so. Hä? Ui, ui, ui. So weit komme ich nicht ran. Kann mich aber auch hier nicht richtig verstecken, von irgendeiner Seite ranfliegen. Ich sehe es einfach nicht. Eisenerzlager. Alter. Wer schießt denn hier gerade auf mich? Ich hätte gesagt, dass das hier was ist. Muss doch hier einer sein. Hä? Naja, dann halt nicht. Oh! Du willst wohl nicht etwa wieder abhauen? So, jetzt... Irgendwo von hier unten schießt einer, ne? Hattest du hier mal einen abgesetzt, oder was? Also doch von hier. Da war noch einer dran, sozusagen. Jawohl. Wie komme ich jetzt an die... Ich sehe ja nicht mal, wo es herkommt. Warte mal, wir haben doch rundherum alles weg. Bei dem auch ungefähr. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Übergang ist. Hier. Das Ding ist doch ungefähr hier. So bohrt sich ja normalerweise nur ins Gelände. Da ist aber auch verdammt viel dran an dem Ding. Einfach kommst du da gar nicht ran. So, wie weit bin ich jetzt weg? Ich komme 354. Alter Schwede. Vor allem muss ich die ja wirklich auch erstmal finden. Nee. Rückzug. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo sie sind. Kann sie einzeln einfliegen. Das sind diese komischen Eckchen hier vorne. Da, da, da. Jawohl, da ist der erste fort. Alter Schwede.
Wir könnten ja mal zwischenlanden und mal schnell reparieren. Wieso dreht denn der sich immer so schnell? Ja, komm mal runter. Ich will nur von den Basen erstmal so ein bisschen weg. Nicht, dass die da irgendjemanden rausschicken. Dieses Nachbremsen geht mir auch auf den Zünder. Bäh. Komm, langsam, langsam. YVF. Komm mal raus hier. Sechse in die Hand. Ich will nur mal gucken, inwieweit das Aua gemacht hat. Reparieren. So richtig stark noch nicht. Nur ein paar Einzelne, aber da war ja auch von den Geschützen einiges schon dabei. Was hier hinten auch reinging. Und von den Großen noch gar nichts. Seltsam. Ja, dann wieder YVF. Halt F, F, F. Genau, bleib mal drin sitzen. Mach mal die 1, die heißt ja immer noch. Die hat man noch. Dann fliegen wir wieder drüber. Und fliegen jetzt mal das andere Weiße ein. Den anderen Turm, den hier. Den da. Und so. Und so. Jo, da ist er fort. Da ist er fort. Aber, ha. Da hinten ist noch ein Weißer. Dort. Deswegen drehen wir jetzt mal wieder nach ganz rechts. Was zeichnen wir hier unten drunter an? Achso, die Festung noch. Das ist ja auch richtig. Schwenken wir nicht gar so dolle. Ich muss dann auch irgendwann mal das Ziel ins Visier kriegen. Jawohl. Jawohl, da ist er geplatzt. Und? Jawohl, da ist er auch geplatzt. Jetzt haben wir nur noch die Grünen. Immer drauf da. Ist der so weit weg? Nein. Jawohl. Jawohl. Oh, buch. Und so. Truppentransporter steht gerade still. Tanz, Baby, Tanz. So, dich fischen wir auch noch aus dem Himmel. Schal? Nö. Du willst wohl nicht? Boah. Boah. Jetzt aber. So, und was hast denn hier noch? Das sieht auf jeden Fall geil aus, ne? Ist mal eine ganz andere. Aber Drohnenbasis, aber. Aber. Hier ist ja überall was dran. Aua. So, gleich mal aus der Schwäbe gefischt. Aus der Fische gefischt. Wir sind hier sicherlich auch noch welche dran. Jawohl. Das sieht aus wie ein Stehender. Jawohl. Da hat er sich nur noch nicht eingedreht auf mich. Drehen wir ein bisschen nach, drehen wir hier ein bisschen nach. Ist das der Eingang dort oder was? So, nach dem Eingang habe ich noch gar nicht geguckt. Hast du schon einen gesehen? Der schießt auf jeden Fall was raus. Genau. Der Jean. Hä? Schön gemacht, da geht's wirklich rein. Ist ja geil. Das ist ja mal cool gemacht.
Kanonendrohne. Drohnenbasis. Hier kommen immer zu die Kanonen, die Drohnen raus, ne? Hui! Hui, quiek! Da müsste man ja dann wirklich da unten rein. Durch die spawnenden Kanonen durch und da reingucken. Ist ja fett. Schon mal schick gebaut. Kann man nicht meckern. So, dann haben wir das hier rundrum. Achso, nee, es ist ja die Drohnenbasis, die er mir so zeigt. Dann gehen wir runter. Na, warte mal, wir fliegen mal zur Seite. Mal ein bisschen weg. Gucken, was wann spawnt. Und währenddessen kann ich nämlich erstmal wieder reparieren. Der Truppentransporter wird noch spawnen. Die Drohnenbasis ist ja an sich noch nicht ausgeschaltet. Wow! Hab gerutscht, Entschuldigung. So, F. F. Jo, jo, jo. Bäh. Ach, Giftbiss. Schönes Ding, ich muss rein. Schaffst du es vielleicht noch? Y. Was kommt denn hier angesegelt? Gleich drei Drohnen. Ich habe einen Giftbiss und ich brauche Antigift. Dann muss ich zurück zur Basis, denn wir haben nichts mit. Oder ich finde unterwegs was. Das sieht erstmal nicht so aus. Ich habe nichts mitgenommen. Aber vielleicht sehen wir ja hier was beim Überflug. Oh, da muss ich zu langsam fliegen. Drohnen sind auf dem Weg, das waren die wohl. Den muss ich ja sowieso zurück. Da hat er die wohl gerade ausgespuckt. Da kommt das ja richtig super. Naja, dann fliegen wir mal zurück. Die Türmchen sind runter, da können wir wieder einsetzen. Tickt zum Glück auch langsam. Ich habe keine Energie mehr. Das ist ja nicht schlimm. Das sieht kurios aus wie ein Lindwurm. Ja, drehen wir hier, genau, drehen wir hier. Schwachkopf, schön abgerutscht. YFV. Das ist mir auch noch nicht passiert, wir haben ein Leck. So, jetzt brauchen wir erstmal das da, da haben wir den Giftbiss weg. Dann brauchen wir eine Glasscheibe. Haben wir noch eine hier? Fensterblock L ist der für Basis. Jawohl. Pack mal hier hin. Was für ein Schwachkopf. Die 9. Nee. Mess. Ist denn jetzt? Demontieren. Die 9. So. Jawohl. 6. Reparieren. Reparieren. N. Debug. Sauerstoff anzeigen. Sauerstoff ist wieder da. P. Auffüllen. Auffüllen. Genau, da haben wir das. So, hier ist zum Glück getrennt. Sonst kann es auch sein, dass dann mal die im Bobo ist die Ernte. Texturiertes Eiweiß war doch, glaube ich, auch gegen Gift, oder? Gucke mal rein. Giftbiss, jawohl. Da können wir das auch ab und zu mal wieder abernten. Ach ja, komm, wenn wir einmal beim Ernten sind. Bis die Drohnen da sind, können wir uns dann auch mal Level up. Wieder was gönnen hier. Ja, das Gemiese ist OP. Das Gemiese.
Das ist irgendwie, kriegst du davon zwar immer noch die gleichen XP, aber im Verhältnis passt es nicht mehr. Wie zum Kampf. So. Aber die gehen wohl höchstwahrscheinlich davon aus, dass es sowieso keiner anbaut. Von daher lässt man es so, ne? So, gib mal her. Das Zeugs alles und das auch und das und das und das. Hier ist dunkel. Mach mal Licht an, genau. Dit, dit, dit. Das Leben tickt auch so hoch. Und wir können uns dann auch gleich heilen. Alter, du wirst ja taub. So. Mhm. Ja, mach mal weiter da. Das wieder hier runter. Hier war noch welche drin, jawohl. Dann kannst du hier mal bauen, 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 bauen. Die kommen wieder da rein. Die kommen da oben rein. Anstelle von denen. Wir brauchen auch gleich mal was zu essen. Dann mach doch mal wieder zu, jawohl. Dann touch mal hier vorne mal kurz an. Jo, dann sind wir da voll. Und da holen wir uns mal noch die Drohnen schnell. Und dahin, YV. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Kleine Drohne. Liegt im Baum. Die ist schon mal fort. So, Y, V, F. Mach mal Licht an, nimm mal das in die Hand. F, F. Mach wieder zu, nicht, dass hier wer reingeschwuppt kommt. Y, V. Hier drüben war noch irgendwo eine. Jawohl, quer durch den Baum durch. Ja, nee, war an der Seite lang. Passt schon so. So, Y, V, F. Licht ein. F, F, looten. Genau. V, Y und hoch. Ab zur Basis zurück. Jawohl, da darfst du auch dich mal ein bisschen drehen. Ja, man müsste nur von hier ranfliegen, da bin ich auch gleich auf der richtigen Seite. Bremsen. Oh, die Düsen sind immer noch nicht gut genug für mich. Y, V, F, B. Jawohl. Ja, Witz meinerseits, ne? Ist nicht lustig. Ich, ja, gut, ich lasse es. Naja, da oben schießen wir mal nicht nochmal rein. Hier nach unten habe ich auch noch nicht geguckt beim Reparieren, ne? Seltsamste Geräusche. Jo, hier haben wir wieder gut was abgekriegt. Oben drauf noch gar nicht, jawohl. Ne, ich dachte ja, ich habe wieder angeeckt, aber das war wohl nicht so. Nimm mal die in die Hand. Seit wann kommt man hier so schwer hoch? Ist ja nicht mehr feierlich, ist ja nicht mehr. Jo, das sieht auch gut aus. Der braucht noch ein bisschen. Und der braucht wieder 6 Fleisch, nicht? Wop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir gleich mal hier zur Seite, packen das hier rein. Oh ey, ja mal wenigstens mal alles fertig, das ist schön. 64 Kraftstoffzellen groß, das sieht nicht gut aus. Warum baust du keine großen Promethium-Pellets? Habe ich die angehalten oder was? Du hast doch Promethium-Pellets da. Promethium-Erz. Ach, weil ich dann die ganz großen bauen wollte oder was? Das kann sein, aber... Bauen wir erstmal auch die da. Machen wir da zu. Wie sieht es jetzt hier aus? Fertig. Und hier brauchst du auch nicht mehr viel, weil nur noch Tomaten da sind und das, genau.
Das wird auch langsam alle. Das kriegen wir langsam alles wieder rein. Jetzt sind auch nur noch zwei. Dann kommen hier die Gemüsekonserven rein. Hier oben die Tomatenfleischkonserven. Den Keks könnten wir auch mal wieder bauen, ne? Ach, wir haben ja da auch noch Pizza und sowas, was wir bauen sollen. Jo, 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 jo. Naja, nächste Runde, nächste Runde. Erstmal nehmen wir das hier noch raus. Packen das da rein. So, dann sind wir wieder einigermaßen gefüllt. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactic Survival von Eleon Game Studio in der Alpha 7.3.3. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.